Die heilige Monika kann auch vielen Familien heute Ermutigung und Trost schenken. Denn die Erfahrung, die sie gemacht hatte, sie ist auch heute Realität für viele. Die Erfahrung, dass die Kinder Wege einschlagen, die die Eltern mit Sorge sehen. Die Erfahrung, dass trotz guter Erziehung, trotz des gelebten Vorbilds im Glauben, die nächste Generation auf Abstand geht zu dem, was den Eltern und den Großeltern wichtig, wertvoll und heilig ist. Die heilige Monika war selbst Kind christlicher Eltern in der Stadt Tagaste in Nordafrika, heute Algerien. Ihr Mann Patricius war Heide. Sie ging also eine Mischehe ein, könnte man sagen. Monika half ihrem Mann Patricius, den Weg zu Christus zu finden. Sie lebte ihren Auftrag als Ehefrau und Mutter so glaubwürdig, dass sie ihren Mann davon überzeugen konnte, wirklich in Christus die Wahrheit und das Leben zu finden, sodass er Christ wurde und sich taufen ließ. Nach seinem frühen Tod sah Monika ihre wichtigste Aufgabe in der Erziehung ihrer drei Kinder. Augustinus war der Älteste, er hatte einen Bruder namens Navigius und ihre Schwester hieß wahrscheinlich Perpetua. Auf Augustinus, den Ältesten, war Monika einerseits sehr stolz, denn er machte Karriere als Professor. Sie ging mit ihm aus der nordafrikanischen Provinz in die große Stadt Mailand, wo der weströmische Kaiser zu dieser Zeit seinen Hof, seine Residenz hatte. Andererseits machte sie sich Sorgen, gerade um Augustinus. Er hatte ein rebellisches Temperament. 14 Jahre lebte er in einer unehelichen Beziehung, aus der ein Sohn hervorging, Adeodatus. Und er suchte in allen möglichen Religionen, Sekten und Weltanschauungen unruhig nach der Wahrheit, die er lange nicht fand. Monika gibt ihren Sohn aber nicht auf. Sie bleibt an seiner Seite. Sie betet viel und sie weint auch angesichts ihres schweren Herzens und ihrer Sorgen. Als der Bischof von Mailand, der heilige Ambrosius, sie weinen sieht, sagt er ihr: Ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Monika durfte die Erfüllung dieses Wortes selbst erleben. Nach langen inneren Kämpfen lässt Augustinus sie schließlich taufen, und zwar von Bischof Ambrosius. Und Augustinus lebt als Christ konsequent. Er zieht sich aus dem Treiben der Metropole zurück, dort, wo er als Professor lehrte. Er pflegt das Gebet allein und in Gemeinschaft mit einer Reihe von Freunden. Seinen späteren Weg zum Bischof und sein Wirken als Seelsorger, Hirte und Theologe hat Monika auf Erden nicht mehr gesehen. Denn ihre Mission war erfüllt. Als die Familie sich in der bei Rom gelegenen Hafenstadt Ostia einschiffen will, um ins heimatliche Nordafrika zu reisen, da sagt sie ihren Kindern, ihr Lebensziel und ihr Lebenssinn seien jetzt erfüllt, weil sie Augustinus als katholischen Christen sieht, bevor sie stirbt. Und tatsächlich, einige Tage später, stirbt sie dort friedlich und mit der letzten Bitte an ihre Kinder: Wo immer ihr seid, denkt an mich am Altar Gottes. Möge das Vorbild, die Fürsprache und die Weisheit der heiligen Monika auch heute vielen Eltern und Großeltern Trost
und Ermutigung sein. Amen.